Wir schreiben das Jahr 1530. Seit 200 Jahren regiert das Ashikaga-Shogunat Japan von seiner Hauptstadt Kyoto aus. 1530? Nein, Moment, wir schreiben das Jahr 2000, denn in diesem Jahr erscheint der erste Teil der Total War-Reihe, das Strategiespiel Shogun. Shogun ist damals eine ziemliche Überraschung, denn es verbindet rundenbasierten strategischen Ausbau ihres Reiches mit taktisch fordernden Echtzeitschlachten. Hier auf der Strategiekarte errichten sie Gebäude und rekrutieren Einheiten und natürlich verschieben sie auch Armeen, um feindliche Provinzen zu erobern. Denn das Endziel der Kampagne ist, als Shogun über ganz Japan zu herrschen. Nebenher betreiben sie natürlich auch Diplomatie und sind in ihrer Nebenrolle das Oberhaupt einer Familie. Edler Fürst, ausgezeichnete Neuigkeiten, ihr habt einen Sohn. Der Sohn, der uns hier gerade geboren wurde, kann später als General eine Armee anführen. Wie gut er das macht, sieht man an seinem Kommandowert. Truppen unter einem 5-Sterne-General kämpfen natürlich effektiver als die unter einem 1-Stern-Kollegen. Die Schlachten befehligen sie aber natürlich selbst. Und dabei müssen sie eine ganze Menge unterschiedlicher Dinge beachten. Zum Beispiel die Moral ihrer Truppen, die Spezialfähigkeiten der Einheiten, das Gelände und die Aufstellung, in der sie die Schlacht beginnen. Das ist ganz schön schweißtreibend, aber auch taktisch fordernd und spannend. Obwohl, so richtig schick schaut das ja heute nicht mehr aus mit diesen ganzen Pixelmännchen und Pixelpferdchen. Wer sich aber auch ein Jahr nach der Veröffentlichung von Shogun noch nicht an der Grafik satt gesehen hat, der darf 2001 im Add-on Mongol Invasion weiterspielen. Der Name verrät's schon, in Mongol Invasion überfallen die Mongolen Japan. Wer mag, kann nun mit den Barbaren das Reich der aufgehenden Sonne erobern oder als Japaner sein Heimatland verteidigen. Der Furcht und der Macht. Wir schreiben das Jahr 2002, denn in diesem Jahr erscheint der nächste Teil der Total War Serie, nämlich das Strategiespiel Medieval. Das spielt, der Name verrät's, im Mittelalter und bietet im Vergleich zu Shogun einige neue Spielelemente. Zum Beispiel dürfen sie ihren Generälen Adelstitel verleihen. Aber erstmal schauen, was der General kann. Ja, der hat viel Geschäftssinn, wird also die Einnahmen seiner Provinz erhöhen. Zudem verschafft ihm der Titel eine erhöhte Loyalität, das heißt, dass er nicht so einfach von feindlichen Nationen abgeworben werden kann. Zudem spielt in Medieval Religion eine ganz, ganz große Rolle. Jeder General hat einen Frömmigkeitswert, der seine Untertanen direkt beeinflusst. Und wenn sie zulassen, dass sich die Heiden in ihrem Reich ausbreiten, dann gibt's natürlich Ärger vom Heiligen Stuhl. Dann schickt der Papst schon mal so eine kleine Kreuzritterarmee vorbei, ne? Natürlich können sie auch selbst dem Papst treu ergeben sein. Und wenn er zum Kreuzzug aufruft, fröhlich zu den Waffen greifen und ihre eigenen Armeen gen Mittleren Osten schicken. Dort gibt's dann natürlich wieder Echtzeitschlachten, so wie die sie hier gerade sehen. Belagerungen, wie auf diese Burg hier gerade, sind dann natürlich auch das Highlight von Medieval. Obwohl, naja gut, grafisch hat sich im Vergleich zu Shogun nicht allzu viel getan, noch immer kämpfen hier Pixelmännchen gegen Pixelpferdchen. Der taktische Anspruch geht aber wieder voll in Ordnung. Wie immer müssen sie die Formation, das Gelände, die Spezialfähigkeiten und so weiter und so fort beachten. Sehr spannend. Genau wie bei Shogun dreht sich auch die Erweiterung zum Medieval um eine Barbareninvasion. 2003 erscheint hier Viking Invasion, die Invasion der Wikinger. Das Add-on spielt allerdings nicht mehr im gesamten alten Europa oder gar im Mittleren Osten, sondern nur noch auf den britischen Inseln, die sie entweder als Wikinger überfallen oder als Engländer gegen die Eindringlinge verteidigen. Und wenn die Wikinger natürlich in Nordengland kämpfen, muss es dort auch entsprechend aussehen. Hier gibt's viel, viel Regen, viel, viel Wald und viele, viele Hügel. Die Hügel übrigens sind wieder eine taktische Herausforderung. Denn wer bergauf angreift, wie unsere Wikinger hier, kämpft weniger effektiv. Naja, macht aber nichts, dafür sind die Wikinger einfach die besseren Kämpfer und räumen hier den englischen Widerstand aus dem Weg.
Huch, ist uns da etwa ein Schnipsel vom falschen Spiel dazwischen geraten? Denkst du, wir schreiben das Jahr 2004. Der nächste Serienteil, Rome, macht grafisch einen Riesensprung nach vorne. Das gilt zum einen für die wunderschönen 3D-Schlachten, zum anderen auch für diese ebenfalls wunderschöne Strategiekarte hier. Und auch spielerisch hat sich im Vergleich zum Medieval und Shogun einiges getan. So gibt's nun Senatsmissionen, die ihnen, dem Anführer einer von drei römischen Familien, befehlen, was sie als nächstes zu tun haben. Hier befiehlt uns der Senat, diese Barbarenstadt zu erobern. Naja, schauen wir doch mal, ob das klappt. Die Armeen müssen sie nun nicht mehr von Provinz zu Provinz ziehen, sondern die bewegen sich hier flüssig durch das 3D-Gelände. Und noch eine Neuerung, jeder zweite Zug ist ein Winterzug. Dann bewegen sich die Einheiten langsamer. Die Stadt ist hier schon eingenommen. Naja, war kein großes Problem, waren ja nur Barbaren. Nun können wir uns noch entscheiden, ob wir die Bevölkerung niedermetzeln lassen. Das verleiht aber unserem General eventuell die Fähigkeit, beziehungsweise die Untugend, mieser Schlechter, was sich negativ auf seine Männer auswirkt. Und wo es sich auswirkt, das sehen Sie auch schon hier, nämlich in den Echtzeitschlachten. Wie in Medieval und auch schon in Shogun gibt es natürlich auch in Rome spektakuläre Belagerungen. Hier haben wir mal einen Belagerungsturm an die Mauer geschafft und können sogar in der 3D-Grafik zuschauen, wie unsere Männchen hinaufklettern und hier die Mauer stürmen. Aber oje oje, wir greifen mit römischen Armeen an, die Stadt wird aber von Karthagern verteidigt und da unten in den Straßen stehen schon massig Kriegselefanten. Naja, auch wenn die Legionäre hier auf der Mauer mit den Feinden erstmal kurzen Prozess machen. Die Elefanten, das wird noch eine ganz schön harte Sache. Naja, befehlen wir erstmal all unseren Armeen, die Stadt zu stürmen, während die Katapulte Gebäude in Brand schießen. Die Gebäude, die hier zerstört werden, sind dann übrigens auch auf der Strategiekarte für den Feind zu nichts mehr Nutze. Oder müssen erstmal repariert werden. Ah je, aber die Elefanten, ach Gottchen, die sind sehr, sehr starke Kämpfer und verursachen auch noch Furcht bei unseren Leuten. Das heißt, unsere Soldaten haben Angst vor den riesen Dingern mit Rüsseln und rennen einfach davon. 2005. Das Addon dreht sich natürlich wieder um eine Barbareninvasion und heißt folgerichtig Barbarian Invasion. Darin können sie unter anderem die Hunnen übernehmen. Die ziehen anfangs als Reiterhorte durch die Lande, müssen sich eine erste Siedlung erobern, aber können dafür auch als Horde ordentlich austeilen. Und wie ordentlich, huiuiui, das sehen sie hier. Es ist schon eine ganze Menge Pferdchen, die da rumgaloppiert. Aber ne, bei Tag macht das irgendwie keinen Spaß. Wollen wir uns dieselbe Schlacht doch mal bei Nacht anschauen. Ja, diese Nachtschlachten sind neu in Barbarian Invasion, die gab es im Hauptprogramm noch nicht und die bringen auch ein bisschen mehr grafisches Flair in diese Schlacht, denn die Einheiten tragen so nette Fackeln. Daher verabschieden wir uns nun mit den bislang schönsten Bildern der Total War Serie, bis Medieval 2 erscheint.